Liebe großen und kleinen Zuschauer, jetzt beginnt die Märchenzeit. Es war einmal ein kleines Mädchen, dem waren Vater und Mutter gestorben. Und es war so arm, dass es kein Kämmerlein hatte, darin zu wohnen und kein Bettlein mehr, darin zu schlafen. Und schließlich gar nichts mehr hatte als die Kleider auf seinem Leib und ein kleines Stückchen Brot in seiner Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber gut und fromm, und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein alter Mann, der sprach: Ach, gib mir etwas zu essen, ich bin so hungrig. Da gab das Mädchen ihm sein ganzes Stückchen Brot, sprach zu ihm: Gott segne dir's, und ging weiter. Da kam ein Kind, das sprach: Mich friert es so an meinem Kopf, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann. Da ging es hin, nahm seine Mütze ab und gab sie dem Kind. Bald darauf kam noch ein Kind, das hatte kein Leibchen und fror. Da zog es seins ab und gab es hinweg. Und noch eins begegnete ihm, das hatte kein Röcklein. Da zog es sein Röcklein aus und gab es dem Kind. Bald ist es in einen großen Wald gekommen und der Abend war hereingebrochen. Da kam noch ein Kind und hatte kein Hemdlein. Das fromme Mädchen dachte: Ach, es ist dunkle Nacht. Ich bin im Wald. Da wird mich niemand sehen. Da werde ich mein Hemdlein auch noch hergeben können. Zog es aus und gab es hin. Ja, und wie es so dastand und gar nichts mehr hatte, da fielen auf einmal die Sterne vom Himmel. Und es waren lauter, harte, goldene Taler. Und obgleich es ein Hemdlein hergegeben hatte, so hatte es ein neues an. Und das war aus dem allerfeinsten Linnen. Darin sammelte es sich seine Taler und es war reich für sein Lebtag. Es war einmal eine Zauberin. Die hatte drei Söhne und die liebten sich brüderlich. Aber die Alte traute ihnen nicht und glaubte, sie wollten ihr ihre mütterliche Macht rauben. Da verwandelte sie den ersten Sohn in einen Adler. Und er lebte fortan im hohen Felsengebirge. Und manchmal, da sah man ihn in großen Kreisen auf- und niederschweben. Den zweiten Sohn, den verwandelte sie in einen Walfisch. Und er lebte fortan im tiefen Meer. Und manchmal sah man, wie er in hohem Bogen einen Wasserstrahl an Land warf. Beide hatten jeden Tag nur 2 Stunden ihre menschliche Gestalt. Der jüngste Sohn nun, da er fürchtete, seine Mutter wollte ihn auch in ein reißendes Tier verwandeln, in einen Bären oder in einen Wolf, so ging er heimlich fort. Er hatte aber gehört, dass auf dem Schloss von der goldenen Sonne eine verwünschte Königstochter säße, die auf Erlösung harrte. Ein jeder müsste sein Leben daran wagen und schon 23 Jünglinge seien da gewesen und eines jämmerlichen Todes gestorben. Und nun durfte nur noch einer vorbeikommen und dann niemand mehr. Und weil das Herz unseres Jünglings ohne Furcht war, fasste er den festen Entschluss, das Schloss von der goldenen Sonne aufzusuchen. Er war auch schon lange Zeit unterwegs gewesen und er konnte es nicht finden. Da geriet er in einen großen Wald und verirrte sich und fand den Ausgang nicht mehr. Und wie er so suchte und daherirrte, da sah er in der Ferne 2 Riesen. Die winkten ihm, er solle zu ihnen kommen. Und als er dorthin kam, da standen die beiden da und stritten sich um einen Hut, wem er zugehören soll. Sie sprachen zu dem Jüngling: Wir streiten uns um diesen Hut, weil wir nicht wissen, wer ihn bekommen soll. Aber weil wir beide gleich stark sind, kann keiner den anderen überwältigen. Aber ihr,
ihr kleinen Menschen, ihr seid klüger als wir. Deshalb wollen wir dir die Entscheidung überlassen. Der Jüngling besah sich den Hut und sprach, wie könnt ihr euch um so ein altes Stück streiten? Oh, sagte einer der Riesen, dies ist kein altes Stück, dies ist ein ganz besonderer Hut. Es ist ein Wünschhut. Und wer den aufsetzt, der kann sich hinwünschen, wohin er will. Und in einem Augenblick ist er dort. Der Jüngling überlegte und sprach, gebt mir den Hut. Ich will ein Stück des Weges gehen. Und wenn ihr um die Wette lauft, wenn ich euch rufe, dann bekommt der den Hut, der zuerst bei mir ist. Das gefiel den Riesen. Sie willigten ein. Der Jüngling nahm den Hut, setzte ihn auf und ging seines Weges. Aber er vergaß die Riesen und dachte doch nur an die Königstochter vom Schloss der goldenen Sonne. Und wie er so des Weges ging, da seufzte er einmal aus Herzensgrund und rief hinaus in die Welt, ach, wär ich doch auf dem Schloss von der goldenen Sonne. Und kaum waren die Worte über seine Lippen, da stand er auf einem hohen Berg, genau vor dem Tor des Schlosses. Er trat ein und er ging durch alle Gemächer und Kammern und suchte die Königstochter. Ganz am Ende, da war eine kleine Stube, die öffnete er und da stand die Königstochter. Aber wie erschrak er sich, so hat er sich das schönste Mädchen von der Welt nicht vorgestellt. Sie hatte ein aschgraues Gesicht voll Runzeln, trübe Augen und ganz fusselige Haare. Seid ihr die Königstochter, deren Schönheit die ganze Welt rühmt? Ach ja, die bin ich, aber die Augen der Menschen können mich nur in dieser Hässlichkeit erblicken. Aber damit du weißt, wie ich aussehe, so schau in diesen Spiegel, der zeigt dir mein Bild, wie es in Wahrheit ist. Und sie gab ihm den Spiegel in die Hand und er sah darin das Abbild der schönsten Jungfrau, die es nur auf der Welt gab. Aber er sah auch, wie ihr die Tränen über die Wangen rollten und er sprach, wie kannst du erlöst werden, ich scheue keine Gefahr. Die Königstochter sprach, wer dem Zauberer die kristallene Kugel vorhält, der bricht damit seine Macht und ich kehre in meine wahre Gestalt zurück. Aber schon so mancher ist in seinen Tod gegangen und du, junges Blut, du jammerst mich, wenn du dich in die großen Gefährlichkeiten begibst. Sage mir, was ich tun soll, ich fürchte mich nicht. Du sollst alles wissen. Wenn du den Berg, auf dem dieses Schloss steht, hinabgehst, so wirst du an einer Quelle vorbeikommen. Dort steht ein Auerochs, mit dem musst du kämpfen. Gelingt es dir, ihn zu töten, erhebt sich aus seinem Leib ein feuriger Vogel. Und der trägt in seinem Leib ein glühendes Ei. Und in dem Ei ist als Dotter die kristallene Kugel versteckt. Er lässt das Ei nur fallen, wenn er in Bedrängnis und Not gerät. Fällt es aber auf die Erde, so zündet es und alles in seiner Nähe verbrennt. Und all deine Mühe wäre vergebens gewesen. Der Jüngling stieg den Berg hinab. Und wirklich, er kam zu der Quelle. Und da stand der Auerochs. Er hörte ihn schon von Weitem brüllen und schnauben. Er scharrte mit seinen Hufen. Und er musste mit ihm kämpfen. Und es wurde ein harter Kampf. Und manchmal sah es aus, als würde der Jüngling erliegen. Aber dann, für einen Moment, mit einem Hiebschlag seines Schwertes, streckte er den Auerochs nieder und er fiel tot zur Erde nieder. Augenblicklich erhob sich aus seinem Leib der Feuervogel und wollte davonfliegen. Aber der Adler, ihr wisst, der erste Bruder des Jünglings oben im Gebirge, der kam auf den Feuervogel hinabgestürzt und piekste ihn mit seinem Schnabel so arg an, dass er in Bedrängnis und Not geriet und das Ei fallen ließ. Nun fiel's nicht ins Meer, sondern auf eine Fischerhütte, die am Ufer stand, und die ging gleich in Flammen auf. Doch da erhoben sich haushohe Wellen, sie überspülten die Hütte und bezwangen das Feuer. Es war der Walfisch, der zweite Bruder des Jünglings, der im Meer lebte. Er hatte das Wasser an Land getrieben. Nun ging der Jüngling hin und suchte nach dem Ei in der Feuerstelle. Und er fand es glücklich, aber es war noch nicht geborsten. Nur die Schale war von der Kälte des Wassers und der Hitze des Feuers geborsten. Und er konnte die kristallene
Kugel unversehrt herausnehmen. Damit ging er zum Zauberer und hielt sie ihm vor. Der Zauberer aber, er wurde immer kleiner, seine Kraft schwand und er sprach mit letzter Kraft: Du bist nun der Herr vom Schloss der goldenen Sonne und auch deinen beiden Brüdern kannst du hiermit ihre menschliche Gestalt zurückgeben. Da könnt ihr euch vorstellen, wie der Jüngling froh war. Er lief hinauf ins Schloss und als er in das Gemach der Königstochter kam, da stand sie da, so schön, wie sie vor Zeiten war. Und die beiden wechselten die Ringe miteinander, das heißt, sie hielten Hochzeit. Thank you.